Ja, dann darf ich Sie Punkt 16 Uhr ganz herzlich begrüßen. Zurückgekehrt in den großen Raum gewissermaßen, in dem wir unsere Diskussionen führen. Zurückgekehrt zum Forum Neue Oberstufe in der Plenumsrunde. Und wir wollen in den kommenden 60 Minuten so in einem Panelgespräch mal klären, was denn eigentlich der Blick nach vorne zeigt. Was brauchen wir denn, wenn wir über AbsolventInnen von Oberstufen schulischen Gängen reden? Was müssen die mitbringen? Was wird gewünscht? Was sollten sie mitbringen? Was können wir vielleicht, worauf können wir vielleicht auch verzichten? Alles das Punkte, über die wir diskutieren wollen. Vorher aber noch zwei organisatorische Hinweise. Der eine ist der, Sie sind, wenn Sie in diesen Raum kommen und bei den anderen Räumen auch, erstmal automatisch auch mit dem Video ausgeschaltet. Sie können das selber anmachen. Kein Problem, spricht nichts dagegen. Beim Mikrofon bitte etwas zaghafter mit dem Anschalten sein, sonst haben wir gleich hier ein ziemliches akustisches Gewitter und können uns untereinander nicht mehr verständigen. Zweiter Punkt, wenn Sie inhaltliche Fragen haben, haben Sie auch in dieser kommenden Runde wieder die Chance, die loszuwerden über Menti. Das wird jetzt im Chat wieder gepostet. Claudius Baumann sitzt immer noch am Menti-Rechner und schreibt jetzt den Link in den Chat, wo Sie dann entsprechend Ihre Fragen entweder hinterlassen können oder andere Fragen eben auch hochvoten, sodass wir sie dann hier behandeln. Wenn Sie organisatorische Fragen haben, dann bitte in den Chat diese Fragen, weil das ein anderes Team ist, was da drauf guckt. Und eine der organisatorischen Fragen war, wie läuft das denn morgen? Frau Slivka hatte das angesprochen mit den Workshops zur Schulentwicklung. Da ist die ganz große Bitte von den Veranstalterinnen und Veranstaltern, dass an diesen Workshops zur Schulentwicklung tatsächlich auch nur und ausschließlich Schulpraktikerinnen und Schulpraktiker teilnehmen. Denn es geht um den Austausch von Erfahrungen und nicht um das Diskutieren von allgemeinen Konzepten. Ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wenn Sie weitere Fragen dazu haben zum Programm morgen Vormittag, schauen Sie gerne ins Programm oder auf die Homepage. Dort finden Sie die entsprechenden auch organisatorischen Fragen zu den Workshops zur Schulentwicklung. So, jetzt aber der Blick auf das, was überschrieben ist mit dem Titel Oberstufe 2030 und dann der zunächst mal sehr langen Frage, welche Kompetenzen benötigen Abiturientinnen und Abiturienten, um die weiteren Bildungswege erfolgreich zu bewältigen? Eine wichtige Frage. Und zweitens, die sich schnell verändernde Welt verantwortlich mitzugestalten. Zweite wichtige Frage, ein großes Doppelpaket sozusagen an Blick, den wir werfen wollen, und den Auftakt in diesem Panelgespräch macht Isabel van Ackeren, die ich ganz herzlich begrüße. Ich freue mich sehr, Frau van Ackeren, dass Sie dabei sind als Prorektorin für Studium und Lehre an der Uni Duisburg-Essen, als Bildungsforscherin natürlich auch. Vertreten Sie heute in dieser Runde zumindest dezidiert den Blick der Universitäten und der Hochschulen, also einer Abnehmergruppe, wenn man so möchte, derjenigen, die aus den Schulen kommen. Und da gibt es natürlich Vorstellungen wahrscheinlich, die Sie haben. Sie werden uns da ein bisschen Futter geben, vielleicht auch ein bisschen provozieren. Und wir werden dann anschließend das mit anderen Perspektiven kontrastieren. Aber die ersten 10 Minuten dieser Runde gehören Ihnen. Frau van Ackeren, herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Himmelrath. Und ich freue mich sehr, in der Runde heute dabei sein zu dürfen. Grüße Sie auch alle herzlich. Ja, ich gebe gerne einen kurzen Impuls aus Sicht von Hochschule, Hochschulleitung, aber auch als Lehrende in der Lehrerbildung und Forschende in den Bildungswissenschaften. Ja, und neben dem Berufsausbildungssystem, das Herr Himmelrath ja auch schon angesprochen hat, hat die Hochschulbildung seit den 2000er Jahren ja ganz stark an Bedeutung gewonnen, einen enormen Schub erfahren. Die Hochschulen in Deutschland sind in den letzten Jahren quantitativ so bedeutsam geworden wie der berufsbildende Bereich. Wobei die berufliche Bildung in der Tat ebenso eine Anschlussperspektive für Abiturienten und Abiturienten darstellt. Deshalb habe ich gedacht, sage ich eingangs ganz kurz auch etwas zu der Durchlässigkeit zwischen Berufsausbildungs- und Hochschulsystem, weil das, glaube ich, auch relevanter wird. Würde dann ausgewählte Schlaglichter zum Thema Studienerfolg, aber auch Misserfolg hier ansprechen und neben überfachlichen Aspekten auch nochmal auf die Bedeutung von bestimmten fachlichen Aspekten schauen wollen. Und abschließend auch auf die Rolle digitaler Transformation eingehen und das alles in möglichst nur 10 Minuten. Ja, also zum Thema Öffnung und Durchlässigkeit im tertiären Bildungssektor beziehungsweise in den Sektor hinein, da hat sich sehr viel in den letzten Jahren getan vor dem Hintergrund der Diskussion um eine chancengerechte Bildung und den Zugang zu höherer Bildung.
Eben die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung, wobei Hochschule eben Universitäten wie auch Fachhochschulen umfasst. Und hier gibt es eine Zunahme berufsbegleitender Studienangebote als duale Studiengänge, die durchaus sehr stark nachgefragt sind, stärker an den Fachhochschulen angeboten werden, aber ja mittlerweile auch die Studienaufnahme von Studienberechtigten mit beruflicher Qualifizierung oder eben auch Berufstätige, die mal studiert haben und später dann im Rahmen wissenschaftlicher Weiterbildung auch wieder zu uns kommen. Wichtig ist auch das Thema wechselseitige Anerkennung erworbener Kompetenzen geworden, also wirklich auch zwischen beiden Systemen besser wechseln zu können und das, was auch geleistet wird, in diesen unterschiedlichen Kontexten anerkennen zu können. Insgesamt müssen wir in den Hochschulen viel stärker uns auf eine heterogene Studierendenschaft einstellen, die auch andere Anforderungen heute hat, Care-Aufgaben, Finanzierung des Lebensunterhalts. Also es gibt viele Themen, die eine Rolle spielen. Das heißt, wir können schon lange nicht mehr von einer traditionellen Studierendengruppe ausgehen, jetzt unmittelbar nach dem Abitur an einem Gymnasium oder an der Gesamtschule an die Hochschule wechselt, sondern es ist eine Gruppe, die teilweise auch später zu uns kommt, was ich aber sehr bereichernd finde. Mit vielen Initiativen versuchen wir auch an den Hochschulen einen potenzialorientierteren Blick auf junge Menschen zu entwickeln und den Übergang Schule, Hochschule auch bildungsgerechter zu gestalten. Denn an diesem Expansionsprozess, den ich benannt habe, haben nicht alle Schichten gleichermaßen partizipiert. Das hat nicht mit kognitiven Fähigkeiten zu tun, sondern mit anderen Aspekten. Da sage ich gleich auch etwas zu. Wir versuchen mit verschiedenen Programmen hier zu agieren. Ein Beispiel ist das Talentscouting, das im Ruhrgebiet begann und nun NRW-weit durchgeführt wird, in Kooperation zwischen Hochschulen und Schulen, um leistungsstarke Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Milieus auch systematischer anzusprechen und Orientierung, Reflexion und Beratung auch anzubieten, auch eigene Stärken besser kennenzulernen, persönliche Ziele zu entwickeln und auch Wissen über Finanzierungsoptionen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch mit Blick auf Bildungserfolg. Wir haben eigene Studierendenbefragungen im Ruhrgebiet an den Hochschulen, die wir haben, durchgeführt. Da hat sich gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Studierenden Schwierigkeit hat, der Erstsemesterstudierenden auch bei der Selbsteinschätzung, was die eigenen Kompetenzen angeht, die Interessen, die Fähigkeiten. Und 45% der Erstsemesterstudierenden hatten angegeben, auch Schwierigkeiten zu haben mit Informationen rund um das Studium. Bei fast 20.000 Studiengängen in Deutschland ist das auch kein Wunder. Und sie hatten auch Schwierigkeiten mit der Vorbereitung durch die Schule. Das heißt, wir müssen uns auch seitens der Hochschulen stärker um diesen Übergang bemühen. Bei allen Öffnungsstrategien ist dann aber der Erfolg des weiteren Bildungswegs relevant, der ja heute hier auch im Fokus steht. Wobei mir immer auch wichtig ist, hervorzuheben, dass Studienerfolg nicht alleine der Seite der Studierenden zuzuschreiben ist oder der Studieninteressierten, sondern Bildungseinrichtungen müssen sich auch darum bemühen und können Verantwortung für Bildungserfolg auch eben nicht nur an das Individuum delegieren. Das zeigen Studien zum Thema Studienerfolg. Die verweisen auf das Thema Lehrqualität, Studienklima, Betreuungs- und Unterstützungsqualität, Studierendenzentrierung, aber auch Praxisbezug. Das sind wichtige Aspekte. In den letzten Jahren gab es eine deutliche Zunahme an Studien zu Studienerfolg und auch Misserfolg. Und auf individueller Ebene zeigt sich, dass weiterhin die Abiturnote ein ganz dominanter, erklärender Einzelprädiktor ist, aber auch die Leistungsmotivation von jungen Menschen. Und hinzu kommen Faktoren wie Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeitserwartungen und Kompetenzen im Bereich von Lernstrategien. Selbstwirksamkeit meint dabei die Überzeugung einer Person, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Und das hat wiederum einen ganz bedeutenden Einfluss auf Selbstregulation in Bezug auf Zielsetzung, Ausdauer und Anstrengung. Und das ist wichtig im Studium, was ja schon deutlich unstrukturierter ist oder viel mehr Wahlmöglichkeiten lässt im Vergleich zur Schule. So setzen sich Studierende mit hoher Selbstwirksamkeit höhere Ziele und sind gegenüber Widerständen und Ablenkungen auch resistenter bei deren Umsetzung in einem Bildungsumfeld, in der Hochschule etwa, das ja viel offener ist als Schule. Dafür braucht es dann aber auch Erfahrungsräume, um solche Selbstwirksamkeit zu erleben und sie dann auch möglichst im Studium schon mitbringen zu können. In eigenen Erhebungen zeigt sich bei uns an der Universität, dass bei ressourcenbezogenen Managementstrategien, wie wir das zusammengefasst haben, also Anstrengung, Zeitmanagement, Hilfe suchen, die ganz prädiktiv sind für den Studienerfolg, über 60% der Erstsemesterstudierenden noch sogenannte Regulationsschwierigkeiten aufweisen, und dass man hier auch nochmal stärker ansetzen kann.
Schaut man dann auf das Thema Studienabbruch, stellt man fest, dass auch demografische Merkmale eine Rolle spielen. Unter den Studienabbrechern befinden sich überwiegend First-Generation-Students, die als Erste in ihrer Familie studieren. Und sie brechen offensichtlich auch bei gleichen Leistungen eher ab. Erklärungen finden sich da in entscheidungstheoretischer Hinsicht, also eine subjektive Kosten-Nutzen-Abwägung bei der Bildungsentscheidung, wo auch das persönliche Umfeld eine große Rolle spielt. Aber es gibt auch soziologische Erklärungsansätze, die davon ausgehen, dass die akademische Integration nicht gelungen ist, etwa im Hinblick auf Gefühle sozialer Distanz, durch fehlende Vertrautheit mit dem akademischen Habitus, im Hinblick auf die impliziten Erwartungen und Mechanismen der Bildungsinstitutionen und der darin Tätigen mit ihren ganz spezifischen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata. Also Schwierigkeiten im Studium erscheinen auch weniger durch das intellektuelle Leistungsvermögen bestimmter Herkunftsgruppen an den Hochschulen verursacht, als vielmehr durch deren geringere soziale Sicherheiten im Universitätsmilieu. Die aktuelle Situation, die wir gerade in der Pandemie haben, die ist dafür auch nicht gerade sehr förderlich. Schaut man jetzt noch auf die Rolle von Fachwissen, dann stellt man fest, dass fachspezifisches Vorwissen allgemein schon guter Prädiktor auch für Lernerfolg ist. In den Studien unserer Fachdidaktiker bei uns an der Universität zeigt sich auch, dass zum Beispiel für Biologie insbesondere die Wissensvernetzung von Bedeutung für den Studienerfolg ist, in der Physik eher die Wissensanwendung, dass es in beiden Kontexten Zusammenhänge gibt mit Konzeptwissen, aber eben nicht mit reinen Fakten- und Einzelfaktenwissen. Also es wird künftig wohl noch weniger um Faktenwissen gehen, weil Google weiß ohnehin auch alles oder sehr vieles, als vielmehr um methodisch geleitete, innovative Wissensgenerierung, also jetzt aus Hochschulsicht gesprochen, und auch die kritisch-reflexive und auch zunehmend ethisch verantwortungsvolle Anwendung von Wissen zur Lösung immer komplexerer Probleme. Und da zeigt sich, dass Kulturtechniken zentral sind und bleiben. Fachspezifische Rechenfähigkeit bzw. fachunspezifische Rechenfähigkeit, etwa in den Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften, wobei die Transferfähigkeit zwischen fachlichem Kontext und Mathematik einen Einfluss auf Studienerfolg hat. Wir konnten zum Beispiel sehen, dass 20% der Studierenden in der Chemie nicht in der Lage waren, chemische Rechenaufgaben zu lösen, obwohl sie die entsprechenden Mathematikaufgaben gelöst haben. Also ein Problem der Anwendung. Ich denke auch, dass der kompetente Umgang mit Daten ein ganz wichtiger sein wird in Zukunft. Auch die Sprache ist hier hervorzuheben. Jegliche professionelle Tätigkeit beinhaltet weiterhin auf vielfältige Weise sprachliche Anteile, auch in systematisch-mathematisch geprägten Gebieten. Und da dieses Wissen fachspezifisch ist, sind dies auch entsprechend die Kommunikationsmittel. Und da ist die Herausforderung, dass vom ersten Tag an sich Studierende im vollen Umfang mit der Fachkultur auseinandersetzen müssen, ohne dass ihnen die jeweiligen Spezifika der Disziplinen explizit erläutert würden. Vor diesem Hintergrund setzen auch Portale wie StudiChecks der Bundesagentur für Arbeit an, bieten Self-Assessment zu Mathematik, Sprach- und Textverständnis an mit Studikursen, um nochmal Fachgebiete vertiefen zu können. Also da wird viel getan, weil man genau diese Herausforderungen auch sieht. Hinzu kommen wird die Digitalisierung. Die Kultusministerkonferenz hat digitalisierungsbezogene Kompetenzen auch als Kulturtechnik bezeichnet. Und da sind viele neue Themen zu nennen, Data und Information Science, KI, Machine Learning, Blockchain-Technologien, soziale Medien, cyberphysische Systeme. Das sind alles Themen, wo die Hochschulen selbst sich absolut im Transformationsprozess befinden, auf sich massiv wandelnde berufliche und gesellschaftliche Anforderungen. Also insofern wird es in Zukunft auch darum gehen, junge Menschen darauf einzustellen, dass sie sich situativ anpassen, mit Ungewissheit umzugehen lernen und das auch zu wollen und neue Fähigkeiten auch im Laufe des Lebens zu erlernen. Die Studienstrukturen werden sich vor diesem Hintergrund massiv flexibilisieren. Sie werden modularer werden, nicht linear, dynamischer, interdisziplinärer, auch projektförmiger. Ich denke, das Lernen wird weiter individueller und auch lebensbegleitender, auch durch die digitalen Möglichkeiten, die wir haben, die wir gerade auch in den Hochschulen erleben. Und umgekehrt braucht es aber auch mehr Orientierung für junge Menschen hinsichtlich der vielfältigen Entscheidungs- und Anschlussmöglichkeiten. Also zusammengefasst, es gibt Faktoren eines erfolgreichen Studiums auf individueller und auf organisationaler Ebene aus heutiger Sicht. Allerdings muss man sagen, das Hochschulsystem selbst befindet sich in einem Wandlungsprozess im Hinblick auf die vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen.
Aber ich denke, das ist auch eine Chance, Strukturen und inhaltliche Aspekte systematischer als bislang gemeinsam und auch wechselseitig anschlussfähig zu denken. Und dafür brauchen wir eigentlich viel mehr Orte des Aushandelns und des wechselseitigen Verständigens. Und deshalb ist das ja heute eine schöne Veranstaltung und ich freue mich auf den Diskurs. Vielen herzlichen Dank, Isabel van Ackeren, für diesen ersten Blick auf unser Themenpaket, kann man ja sagen. Und ich bin gespannt, wie wir das erweitern, denn wir haben in diesem Podium, in dieser Runde, in diesem Panel, das wir gerade führen, zwei weitere Blickwinkel eingeladen. Und ich darf Ihnen die beiden vorstellen. In alphabetischer Reihenfolge ist das einmal Ingo Kramer. Er ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Sie kennen ihn möglicherweise auch noch aus seiner früheren Funktion als Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Er steht, wie wahrscheinlich wenige andere, für den Blick der Wirtschaft auf das, was an Bedarf da ist und gleichzeitig natürlich für einen weiteren Blick, das sieht man auch an seinem Engagement in der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, dass es eben nicht nur um pure Finanzinteressen geht, sondern etwas, was mehr zu tun hat als mit dem reinen Blick auf das, was ist im Betrieb verwertbar. Aber das werden Sie gleich, Herr Kramer, noch selber deutlich machen können. Und ich darf ebenfalls in dieser Runde begrüßen Nasia Kruska. Sie ist Medizinstudentin an der Universität Würzburg. Gleichzeitig engagiert sich im Aelius Förderwerk für faire Bildungschancen und ist von daher auch aus der zwar studentischen Perspektive einerseits da, andererseits guckt sie aber eben auch durchaus mit einem systemischen und systematischen Blick auf unser Thema und versucht eben Bildungschancen zu verbessern. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Frau Kruska, und auch Sie werden natürlich die Chance haben, Ihre Arbeit auch beim Aelius Förderwerk noch ein bisschen genauer vorzustellen. Zunächst mal, Frau Kruska, der Blick auf das, was wir gerade von Frau van Ackeren gehört haben, eine Beschreibung, würde ich mal sagen, die ja zweierlei enthielt, jedenfalls so wie ich das wahrgenommen habe. Einerseits sozusagen die Aussage, ja, das Lernen an Hochschulen wird sich verändern und wir lernen da gewissermaßen mit denjenigen, die zu uns kommen, auch neue Wege. Und andererseits auch die klare Anforderung, naja, es gibt so bestimmte Punkte, die brauchen wir, wenn die Leute kommen. Selbstwirksamkeitserfahrungen war zum Beispiel etwas, was da fiel. Ist Ihnen, Frau Kruska, irgendwas aufgefallen, wo Sie sofort gesagt haben, oh, da muss ich aber jetzt mal Frau van Ackeren widersprechen oder vielleicht auch zustimmen? Also tatsächlich muss ich sagen, stimme ich in ganz sehr, sehr vielen Punkten hiermit überein, dass ich sage, oder ich fand es aber schön, bestätigt zu sehen, was ich auch so von mir persönlich und in meinem Umfeld, ich habe mich auch bei meinem Verein ein bisschen erkundigt, wir sind 150 Studierende aller möglichen Fachrichtungen in ganz Deutschland, war gefragt so, hey, habt ihr noch ein bisschen Input, wollt ihr vielleicht irgendwas loswerden? Ich habe hier die Möglichkeit, heute was zu sagen. Und richtig schön passend fand ich dann auch tatsächlich, dass mit der Berufsorientierung hier wäre ich mal so frei zu widersprechen, zu sagen, dass Berufsorientierung prinzipiell sich nach Leistungen und Talenten richten sollte. Weil das wird tatsächlich mehrfach auch einfach bei uns angesprochen, dass die Berufsorientierung zum Beispiel auch in der Oberstufe sehr häufig danach geht, du hast ja gute Noten in Naturwissenschaften, mach doch was damit. Und das kann tatsächlich, wenn jemand nicht in sich selbst so selbstsicher ist, zu sagen, ja, okay, ich bin zwar gut in Mathe, aber eventuell möchte ich doch lieber soziale Arbeit machen, weil dafür brennt mein Herz, das ist die Motivation, die ich habe. Das ist eben genau diese Selbstwirksamkeit, wenn man von außen gesagt hat, ach guck mal, da wirst du ja gut drin sein und man ist halt, ist noch nicht in dieser Position zu sagen, hey, ja, ich bin gut da drin, aber mache ich jetzt einfach mal nicht. Dass so ein bisschen, dass das halt auch zu Fehlentscheidungen führen kann und dass dann Leute auch später vielleicht Studiengang komplett wechseln oder halt auch einfach etwas nehmen, weil sie die Möglichkeit haben, es zu machen. Das habe ich jetzt auch bei manchen von meinen Kommilitonen mitgekriegt. Und dann auch die Tatsache oder auch die Aussage, Studiengänge wandeln sich. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen anekdotisch zu sagen, ja gut, ich studiere jetzt Humanmedizin als Staatsexamen. Dieses Gefühl von Wandel ist zumindest bei mir noch nicht so ganz angekommen mit dem, dass das kein reines Faktenwissen mehr ist, weil ich tatsächlich auch in meinen Semestern dann ja das Periodensystem auswendig können musste. In Physik durfte ich keine Formelsammlung mitnehmen. Ich durfte auch alle Aminosäuren auswendig lernen und das ist nur die Spitze vom Eisberg von den Sachen, die ich auswendig lernen musste. Und ich finde die Idee, dass es nicht mal ein reines Faktenwissen ist, total schön. Aber ich glaube, es wird zumindest in manchen Studiengängen noch eine ganz sehr, also es würde mich sehr überraschen, wenn noch in meiner Studienzeit sich das tatsächlich ändern würde, weil die Sachen sind doch schon relativ festgefahren. Ich meine, ich zumindest in meinem Studiengang.
sehe ich da relativ wenig Flexibilität und finde das aber sehr spannend zu sehen, dass ich bin mir auch sicher, dass es in anderen Fächern anders sein wird. Ich gehe mal kurz dazwischen, weil Sie sagen ja im Grunde, wir sind an einer Stelle, wo wir eigentlich über die Hochschulen reden müssen. Die Schulen machen das relativ gut. Verstehe ich das richtig? Ja und nein. Ich glaube, dass es auf jeden Fall viele Punkte gibt in individueller Vorbereitung, wo die Oberstufen und auch die Schulen wesentlich mehr machen könnten, weil das halt einfach eine Phase ist, wo sie so direkten Zugang zu den Schülern haben und viel Einfluss darauf nehmen können, wie, dass die einfach zu Menschen werden, die selbstbestimmt ihre Zukunft gestalten. Und wenn es halt eben nicht die Sachen sind, in denen sie gut sind, aber die Sachen, für die sie brennen. Ich glaube auch, dass eine intrinsische Motivation für Studienerfolg sehr, sehr wichtig ist. Ich würde mich fast aus dem Fenster lehnen und sagen, man kann mit Fleiß vieles auch wegmachen, was man vielleicht an intuitivem Verständnis für ein Fach nicht unbedingt hat. Andersrum wird es schwierig, wenn man die Motivation nicht hat, für etwas zu lernen, auch wenn es schwierig wird. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, wie man da wieder rauskommt. Sehr gut. Und genau, gucken das ist mal, so mein Input dazu. Genau, gucken wir mal, wie Herr Kramer sich positioniert. Als auch Unternehmer sind Sie ja auch, das habe ich eben noch gar nicht gesagt, Sie sind ja selber auch unternehmerisch tätig. Schauen Sie natürlich mit einem ganz anderen Bedürfnis wahrscheinlich zunächst mal auf die Menschen, die aus dem Bildungssystem kommen. Und dann ist ja die Frage, und diese Debatte ist ja jetzt auch keine ganz neue, wie viel soll das Bildungssystem liefern und wie viel bilden wir im Sinne der Wirtschaft dann selber noch? Wie viel müssen wir noch nachlegen? Die Debatte, die wir auch von den Hochschulen kennen, die sagen, wir brauchen die Brückenkurse. Also es gibt immer viel Beschwerden darüber, was nicht klappt. Wo haben Sie bei Frau van Ackerens Impuls gesagt, jo, da hat die Frau recht? Also mir geht es erstmal wie Frau Kruska. Ich habe auch gesucht, wo kann ich mich an ihr reiben und stelle fest, wir sind relativ dicht beieinander. Jetzt hoffe ich, dass dadurch nicht die Diskussion langweilig wird. Aber ich kann wirklich das Allermeiste unterschreiben. Und ich habe sogar ähnliche Schwerpunkte gefunden, wie ich sie in meinem Leben auch habe. Denn Sie haben ja vorhin so zwei Funktionen von mir genannt. Und da ist es vielleicht nochmal hilfreich zu wissen, ich bin länger in der Verantwortung für die Stiftung der deutschen Wirtschaft, welches eine Bildungsstiftung ist, als dass ich Arbeitgeberpräsident war. Und ich bin es ja auch immer noch. Aber dankenswerterweise haben Sie zum Schluss den Unternehmer hinzugefügt. Meine Erfahrungen sind im Wesentlichen die eines mittelständischen Unternehmers seit über 40 Jahren. Und mit dem Erfahrungshorizont sitze ich dann halt natürlich auch hier. Was mir positiv aufgefallen ist bei Frau van Ackerens, weil ich das bisher relativ selten in bildungspolitischen Diskussionen gehört habe, war der Begriff, ich weiß nicht, ob Sie den gleichen verwendet haben, aber ich habe mir hier schnell das Stichwort Durchhaltevermögen aufgeschrieben. Also mit Widerständen und Widrigkeiten klarkommen zu können und sich da durchbeißen zu wollen und weil man es will, dann am Ende auch zu können, scheint mir eine der ganz wesentlichen Voraussetzungen zu sein. Wenn man sowas sich vor Augen führt, dann wird einem klar, dass die Oberstufe allein nicht der entscheidende Punkt ist, sondern die Oberstufe ist dann so vielleicht die Spitze des Eisbergs. Aber das ganze Fundament in den ganzen Jahren davor muss so aufgebaut sein, dass man hinterher eigentlich mit dieser Spitze des Eisbergs in der Oberstufe zurechtkommt. Und wenn Sie fragen, was möchte denn die Wirtschaft, was sucht die sich? Die Wirtschaft sucht eigenverantwortliche Persönlichkeiten mit einer besonders hohen sozialen Kompetenz, die ihre Fähigkeiten bereit sind, im Beruf einzusetzen und weiterzuentwickeln. Und das übrigens unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, von ihrem Herkunftsland, wo sie herkommen. Das wird häufig in der öffentlichen Diskussion zwar anders diskutiert, ist aber falsch. Der Begriff Chancengerechtigkeit ist bei der Wirtschaft eigentlich implizit. Denn wenn wir eine deutsche Volkswirtschaft haben, deren Markt eigentlich der Weltmarkt ist, dann sind wir ja froh, wenn wir Menschen haben, die sich außerhalb unserer eigenen Grenzen bewegen können, Erfahrungen haben und die soziale Erlebnisse mitbringen, die eben über den eigenen Klüngel hinaustragen. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung. Ich habe mir mal runter notiert vorhin, welche sind denn die vier wesentlichen Kenntnisse, die die Wirtschaft allgemein so an, spätere Absolventen, aus welcher berufsvorbereitenden Tätigkeit auch immer, welche Voraussetzungen da angestellt werden. Das sind erstmal die Grundvoraussetzungen. Das fängt an mit den banalen Dingen wie die deutsche Sprache beherrschen.
Das heißt, mit Migrationshintergrund so umzugehen, dass die das wirklich lernen und sie nicht in eine Klasse zu setzen, wo sie schon nach einem Jahr ins Hintertreffen geraten, weil sie gar nicht folgen konnten, sondern erst die Sprache. Das gilt auch für uns, wenn wir ins Ausland gehen, genau umgekehrt. Rechnen, und damit meine ich Kopfrechnen, nicht Formelwissen beherrschen. Das kommt in der Schule. Aber die Fähigkeit, Kopfrechnen zu entwickeln, ist eine Schlüsselaufgabe. Und dann kommt die dritte Schlüsselaufgabe, und die verortet man vielleicht nicht an derselben Stelle, digitale Fähigkeiten ausbilden. Wir tun so, als ob das eine Geschichte wäre für Akademiker, für die Hochschulentwicklung, für die Oberstufe in den Gymnasien. Digitale Fähigkeiten müssen heute eine Grundvoraussetzung für die zukünftige berufliche Tätigkeit sein. Das ist vielleicht die größte Veränderung in den letzten 5 oder 10 Jahren. Dieses als Grundvoraussetzung zu verstehen, egal welchen Beruf man später ausüben wird. Wer das nicht beherrscht, leidet, so wie wenn er die deutsche Sprache nicht beherrscht oder das Kopfrechnen nicht beherrscht. Und dieses dann Verständnis... Doch, Herr Kramer, wenn ich mal gerade dazu nach... Dann müsste ich doch eigentlich vor jeder, oder nicht vor jeder, aber vor vielen Schulen stehen und lauthals protestieren. Denn gerade das, was Digitalität angeht, ist ja ein Thema... Naja, das bringen wir uns gerade gezwungenermaßen im Schulsystem an vielen Stellen erst bei. Nicht umsonst setze ich das an den Anfang meiner Ausführungen hier. Denn wir haben ja vorhin, wer dabei war, schon Frau Professor Dr. Bosse gehört, die uns deutlich anhand von empirischen Untersuchungen gemacht hat, wie weit wir im Verhältnis zu internationalen Ländern, die sonst auf unserem Level sind, zurückhängen. Also ich erinnere mich, wir waren irgendwo bei 1% und woanders waren es 7. Oder wir waren bei 3%, woanders waren es 18%, die es konnten. Wir hängen extrem weit zurück. Woran das liegt, das mögen jetzt die Schulverwaltungen und die Universitäten und Hochschulen ausbaldowern. Ich vermag das nicht zu sagen, woran das liegt. Aber das muss ein Systemfehler sein bei uns. Und es kann nicht nur am fehlenden Breitbandkabel liegen. Es muss auch an anderen Dingen liegen. Vielleicht an der mangelnden Bereitschaft der Lehrenden mit einem Beispiel an dieser Stelle voranzugehen. Und wenn ich mir meine Kinder oder heute Enkelkinder angucke, ja, was machen denn die? Die gucken sich an, was machen meine Vorbilder und machen es im banalsten Sinne am Anfang nach. Und wenn diese Vorbildfunktion an der Stelle fehlt, ich glaube, das ist eine Schlüsselaufgabe, aber das ist nicht meine Kernkompetenz. Das nächste Feld, wo es dann darauf ankommt, nachdem die Grundvoraussetzungen als solche akzeptiert sind, was übrigens weder bei der deutschen Sprache noch beim Kopfrechnen in der ganzen Breite akzeptiert ist in Deutschland, nehme ich immer wieder wahr, sind Persönlichkeitsentwicklungen. Sie merken, ich bin immer noch nicht bei den Fachkenntnissen. Also Zielstrebigkeit und Neugierde zu wecken und aufrechtzuerhalten über die gesamte Schullaufbahn, Motivation zu liefern, anstatt nur Fachkenntnisse, dann ist man wieder hinterher beim Durchhaltevermögen. Soziale Kompetenzen, gesellschaftliches Engagement später entwickeln zu können, setzt erstmal vom Grundsatz her soziale Kompetenzen voraus. Dann gibt es die überfachlichen Kompetenzen, dass man kommunizieren kann und übrigens auch will. Man muss es nicht nur können, man muss auch bereit sein, seine Ideen anderen vorzutragen und Kritik akzeptieren zu können. Man muss sie noch nicht immer gleich teilen, aber man muss offen sein für diesen Diskurs. Wir brauchen die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Eigenverantwortung erstmal für sich selber lernt heute schon im günstigsten Fall ein kleiner Schüler in der Grundschule. Aber wenn man das später können soll, muss dieser Kern ganz früh gelegt werden. Und dann Tugenden wie Toleranz, Offenheit, Weltläufigkeit. Da sind wir jetzt schon sehr dicht an wirtschaftsnahen Präferenzen. Danach kommen überhaupt erst Fachkenntnisse der allgemeinen Art, also ein fundiertes Allgemeinwissen, das vernetztes Denken ermöglicht, Fremdsprachenbereitschaft, um Weltläufigkeit auch umsetzen zu können. Und dann kommt erst das vierte Feld und dann sind wir in der Oberstufe, nämlich spezifische Fachkenntnisse zu vermitteln oder zu erwerben. Und wenn Sie Wirtschaftsfragen gehören, da immer zu ökonomische Grundkenntnisse, dass man die komplizierter werdenden, auch volkswirtschaftlichen Zusammenhänge nachvollziehen kann, verstehen kann
und dann beurteilen kann und sich gegebenenfalls darauf einstellen kann. Und dann sind wir bei den klassischen MINT-Fächern wieder. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Das sind die Schlüsselaufgaben für wirtschaftliche Belange. Das können Sie aber umgekehrt auf andere Fachrichtungen auch nehmen. Geistes- und Sozialwissenschaften haben andere Schwerpunktfächer. Aber das kommt, muss dann in der Oberstufe kommen. Aber die Basis muss eine extrem gute Allgemeinbildung sein. Und dann sind wir bei der Berufsfeldvermittlung. Welches sind die Berufe? Wir haben das eben auch bei Frau von Ackermann gehört. Wie häufig falsche Vorstellungen zu am Anfang beginnenden falschen Studiengängen oder Berufsausbildungen führen, weil man das Fach gar nicht kennt oder eine romantische Vorstellung von vielleicht hat. Mir hat eine veritable Bildungsministerin in Deutschland mal von ihrer Tochter berichtet, die unbedingt gerne Biologie studieren wollte und damit auch begann und die Vorstellung hatte, das ist sowas wie Tiere streicheln. Aber dass man Frösche sezieren müsste, sie hat nach einem Semester das Fach gewechselt, aber immer davon geträumt gehabt. Also diese Fehlentwicklung kann man, glaube ich, durch ein breites Allgemeinwissen auch im Berufsfeld verringern. Das sind die Voraussetzungen, die die Wirtschaft erachtet. Aber da kommt vor den Fachkenntnissen eine ganze, ganze, ganze Menge anderes, was in meiner Wahrnehmung eine Grundvoraussetzung ist, damit man hinterher mit dem Fachwissen überhaupt brillieren kann. Sowohl Frau Kruska als auch Frau van Ackeren scharren ein bisschen mit den Hufen, weil ich glaube, Sie haben Ansatzpunkte gefunden. Frau Kruska, machen Sie den Start dann, Frau van Ackeren, wenn es geht, nicht ganz so ausführlich, sondern ein bisschen pointiert, weil wir haben noch ein paar Elemente, die wir reinbringen wollen. Bitte schön. Genau. Also ich muss zustimmen, Durchhaltevermögen ist auf jeden Fall etwas, was gefördert werden sollte. Wo ich sagen kann, ist, was ich auch vorhin kurz in dem Chat gesehen hatte, ist, nicht natürlich nicht auf Kosten der Schüler, sondern dass man sozusagen vielleicht einfach weniger, und da muss ich Ihnen jetzt auch leider widersprechen, nicht immer die Naturwissenschaften als Grundlage hinsetzt und sagt, das ist es. Es heißt doch immer Weltoffenheit. Gut, wie bekommt man jetzt Menschen, die weltoffen sind? Man könnte ja mal erstmal damit anfangen zu sagen, okay, man informiert die Leute erstmal über andere Staatsformen und prinzipiell auch mal ein bisschen mehr Geschichte, die außerhalb von Europa stattfindet. Ich persönlich fand Geschichte immer total toll, habe mich auch sehr dafür interessiert, habe das Wort Eurozentrismus dann das erste Mal nach dem Abitur gehört. Und das ist aber auch etwas, was man, so zynisch kann man vielleicht auch manchmal sein, einigen Lehrplänen unterstellen könnte. Nun, jetzt ist es die Aufgabe der Lehrkräfte, einen Lehrplan zu vermitteln. Die schreiben den meistens nicht selber oder zumindest nicht so, dass ich das wüsste. Das heißt, da müsste man doch woanders ansetzen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir legen den Fokus wieder auf die Naturwissenschaften, kommen ja genau eben diese Sachen, glaube ich, meiner Meinung nach wieder ins Hintertreffen, dass man sagt, okay, Pädagogik, Psychologie, Teamarbeit, auch solche Dinge, wo man sagt, gut, wir gehen jetzt das Ganze mal ein bisschen globaler an. Ich bin da der Meinung, dass man wirklich nicht sagen kann, das müssten die Grundlagen sein. Genau, Sie haben da gerade was, gerne kurz rein. Genau, Herr Kammer, 30 Sekunden Widerspruch und dann ist Frau von Ackermann dran. Wenn sie das so verstanden hat, liegt es ja bei mir, weil ich es falsch erläutert habe, nicht umgekehrt. Also ich habe ja die Bedeutung des Allgemeinwissens klar gemacht, habe nur dann am Ende gesagt, und da gibt es verschiedene Fachrichtungen, wer also Geistes- und Sozialwissenschaften später machen will, Journalismus machen will, der braucht andere spezifische Fachkenntnisse als in der Wirtschaft, wo man entweder im ökonomischen Bereich tätig ist oder beispielsweise als Maschinenbauingenieur. Mit den ganzen Staatsrechtskünsten kriegen Sie keine Maschine konstruiert. Das heißt, in der Wirtschaft, wenn Sie ein Ingenieursfach studieren wollen, dann müssen Sie auf diesen Gebieten, und dann sind Sie bei MINT, fit sein, wenn Sie das Studium beginnen. Sonst schaffen Sie das Studium nicht. Frau von Ackeren. Ja, da sieht man schon, wie facettenreich das Thema ist und was das für eine enorme Entwicklungsaufgabe auch für junge Menschen ist, sich in all diesen Bereichen zu entwickeln und natürlich auch für alle, die irgendwie an Bildung und Ausbildung teilhaben. Ganz kurz zu Frau Kruska, das Thema Medizin, Faktenwissen, ja, das ist ein zentrales, aber es gab ganz viele Modellstudiengänge mittlerweile in der Medizin. Die Ausbildung wird sich ja da grundlegend auch ändern mit viel höheren Praxisanteilen, Patientennähe und so weiter. Also die professionsorientierten Studiengänge erleben da gerade einen Wandel, das nehme ich so wahr.
Und Stichwort Digitalisierung ist sicherlich zentral. Da hat Herr Kramer gefragt, er weiß nicht, woran das liegt, dass wir da so im Hintertreffen sind. Ich kann nur sagen, wir sind da sehr dran. Also gerade mit Blick auf die Lehrerbildung. Es ist natürlich eine Herausforderung, überhaupt Lehrende zu haben und Professuren zu besetzen, die das Thema gut bedienen können. Dann haben wir lange Ausbildungszyklen. Insofern ist es ganz wichtig, in die Lehrerfortbildung auch reinzukommen und da auch Wissenschaft systematisch mit einzubinden. Wir sind da gerade dabei, verschiedene Modelle auch zu erproben. Und neue Studiengänge sind aus meiner Sicht mittlerweile fast überall so angelegt, dass Digitalisierung auch als integrative Aufgabe mitgedacht wird. Und das wird zunehmend selbstverständlicher, aber wir müssen da intensiv noch dran arbeiten. Das ist schon richtig, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass sich was tut. Wir erweitern das nochmal ein bisschen, denn man sieht schon, unterschiedliche Perspektiven erzeugen unterschiedliche Bedürfnisse. Das ist ja auch richtig so und genau darüber wollen wir diskutieren. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht, beziehungsweise die Deutsche Schulakademie, und hat bei ganz verschiedenen Menschen nachgefragt, wie es denn aus ihrer Sicht mit den Anforderungen an Oberstufe ist. Was sollten Menschen mitbringen, die als Absolventinnen oder Absolventen eben eine oberstufenschulische Laufbahn hinter sich gebracht haben? Und das ist wirklich eine spannende Zusammenstellung ganz unterschiedlicher Perspektiven geworden. Der Film, den können Sie jetzt hier sehen. Aus der Sicht der Politik, aber auch aus der Sicht einer Bildungsstiftung wie der Deutschen Telekom Stiftung benötigen Absolventinnen und Absolventen der Oberstufe natürlich auch Fachwissen, aber immer mehr überfachliche Kompetenzen, Teamgeist, Kooperationsfähigkeit, Beurteilungsvermögen, und vor allem Neugier. Sie müssen gelernt haben, wie man lernt. Sie müssen lernen, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten, kreativ zu sein und kritisch zu denken und zu hinterfragen. Vor allem aber müssen sie sich selbst nicht als Opfer oder Konsumenten ihrer Gesellschaft zu verstehen, sondern als deren Gestalter. Aus Perspektive von Salesforce, eines der führendsten globalen Technologiekonzerne weltweit, kann ich nur betonen, wie wichtig eine solide Grundausbildung in moderner Technologie ist. Was verstehe ich unter moderner Technologie? Wenn wir uns anschauen, wie sich alle Jobs verändern, dann geht es hin im Nutzen von Informationstechnologie, Nutzen von Daten, Analysieren von Daten und den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz in eine Entscheidungsfindung mit einzubinden. Aus der Perspektive einer transnationalen migrationsgesellschaftlichen Bildung müssen Sie in der Lage sein, nationale Begrenzungen im Denken und Handeln zu überwinden. Das heißt auch, sich eines breiteren Sprachenrepertoires bedienen zu können und das eigene Wissen aus vielen Quellen speisen zu können. Aus der Perspektive des Zukunftslabors eines Weltklasseorchesters wünsche ich mir Abiturientinnen, die ihre Leidenschaften kennen, die in lebendigem Austausch mit ihrem kreativen Unbewussten stehen, ihre Visionen und Träume im wörtlichen Sinne verstehen. Aus der Perspektive des Arbeitsmarktes, auf dem sich junge Abiturientinnen und Abiturienten ja bewegen werden, müssen die jungen Menschen wissen, auf was sie brennen, für was sie sich motivieren können. Sie brauchen Rahmenbedingungen, die ihnen einen gewissen Schutz bieten. Aus der Perspektive eines Professors, der an einer international orientierten wissenschaftlichen Hochschule forscht und lehrt, ist ein gutes Verständnis für die Stellung Deutschlands im internationalen Ländergefüge eine der zentralen Säulen im persönlichen Bildungs- und Berufsleben. Ja. Dass der spannende Überblick gewissermaßen über das, was aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt. Und dann ist natürlich in der Gesamtschau trotzdem auch sichtbar, wie viel Ähnlichkeit und Vergleichbarkeit es dabei gibt. Und das reicht also davon, seine Leidenschaft zu kennen, zu brennen, bis hin dafür Durchhaltevermögen zu zeigen. Das wurde hier nicht so gesagt, aber doch angedeutet, wenn es hieß, man muss in der Lage sein, eben auch langfristig an Projekten und an Themen zu arbeiten. Frau Kruska, haben Sie das Gefühl, dass Sie als eine, die gerade mitten in diesem Bildungsprozess steckt, die Schule noch nicht allzu lange hinter sich hat, dass Sie genau das alles mitbekommen? Oder anders gefragt, wo liegt der größte Mangel? Also der größte Mangel meiner Meinung nach, oder habe ich zumindest an mir mitbekommen und auch kommuniziert bekommen, war unter anderem das Fehlen von eben einfach, ich glaube, das klang auch einmal an, lernen, wie man lernt.
Und Lernen ist natürlich etwas, was man immer wieder macht. Aber ich meine, man kann ja mal so daran gehen zu sagen, irgendwann mal so zwischen der 8. und dem 8. Abitur habe ich das Gefühl gehabt, ich habe tatsächlich das Erlernen von Kompetenzen hat irgendwo aufgehört. Vielleicht war es auch eher unterschwellig, dass ich es nicht mitbekommen habe, sowas wie zum Beispiel effektives Lesen. Es gibt, ob Speedreading, SQR3-Methoden, diagonales Lesen, Fotoreading, so viele Möglichkeiten, Texte schnell und auch mit Verständnis zu erfassen, die ich erst selber nachschauen musste, um zu wissen, dass es überhaupt Methoden dafür gibt. Natürlich, wir machen Abschnitte und wenn man das zum Beispiel in Geschichte macht mit echten Textquellen oder in Deutsch oder sonst wie, aber warum tatsächlich die Fähigkeit, sein Lesen zu verbessern, einfach nach der 5., 6., 7. Klasse nicht weiter ausgebaut wird oder da tatsächlich richtige Methoden inhaltlich unabhängig geprüft werden, das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, das würde uns auch allen wirklich weiterhelfen, effektives Lesen. Wir müssen unglaubliche Mengen an Stoff irgendwie kondensieren und zusammenfügen und auch selber priorisieren. Das kann man nur, wenn man weiß, was der Inhalt ist. Aber auch diese Genauigkeit, mit der unterrichtet wird zum Beispiel, ist auch so ein bisschen ein Problem, was ich da mitgekriegt habe. Dann, ich nehme das mal auf und gebe das mal weiter an Ackerin, denn das ist ja eine Frage, die wir sozusagen beim wissenschaftlichen Blick auf das Bildungssystem vielleicht entschlüsseln können. Haben wir da noch eine zu starke Fachversäulung in der Oberstufe, also dass genau solche übergreifenden Kompetenzen da eine zu kleine Rolle spielen und stattdessen lieber die Mathematiklehrerin oder die Physiklehrerin auf ihrem kleinen Feld beharrt und das will und genauso der Erdkunde- und Deutschlehrer und dass dieses Übergreifende so ein bisschen ausgeblendet wird? Ja, also ich glaube, dass wir da auf beiden Seiten, sowohl in Schule als auch in Hochschule, noch weiter dran arbeiten können an dem Thema und da breitere Perspektiven entwickeln können. Wir sind ja vielfach gesteuert, auch in den Hochschulen, über unsere Curricula, die entwickelt sind, wo bestimmtes Prüfungswissen vermittelt wird, wo Credits für bestimmte Dinge vergeben sind, wo bestimmte Standards in zentralen Prüfungen auch erreicht werden müssen. Also ich glaube, das ist schon ein relevantes Thema, sich da nochmal grundsätzlich Gedanken zu machen. Da hat die Bologna-Reform auch einige Stilblüten getrieben, glaube ich, gerade auch im deutschen System, wo wir mittlerweile auch dabei sind, mehr zu entschlacken. Und wir haben Bereiche geschaffen an vielen Hochschulen, wo so ein Studium Generale möglich ist, wo Methoden selbst, Sozialkompetenzen, auch Lernstrategien vermittelt werden, aber auch kreditiert werden, also die auch einen vergleichbaren Stellenwert erhalten, wie die fachlichen Inhalte beziehungsweise auch verknüpft werden mit diesen Inhalten. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen noch weiterdenken müssen, weil es wirklich ganz wichtige Kompetenzen sind, die selten explizit gemacht werden. Also es gibt sicherlich gute Beispiele in Bildungseinrichtungen, aber eben nicht unbedingt in der Breite. Ich würde an dieser Stelle gerne mal Claudius Baumann dazu holen, der ja das Mentimeter beobachtet. Und obwohl Sie zum Teil ja auch alle sehr heftig hier im Chat diskutieren, was Sie gar nicht sollen, aber wir lieben ja ein bisschen Anarchie in allen Bildungszusammenhängen, deshalb geht das hier auch klar. Aber Claudius hat vor allem den Blick aufs Mentimeter. Welche Fragen tauchen da auf, Claudius? Wo sind die Punkte, die besonders brennen oder wo es viel Widerspruch oder Diskussionsbedarf gibt? Ja, das sind tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene auch. Also sehr viel Zustimmung hat hier tatsächlich gar keine Frage, sondern einen Beitrag erhalten, der sich sozusagen gegen eine Reduzierung der Oberstufe auf MINT-Wissen oder auch ökonomisches Wissen wendet. Aber eine Frage, die auch offenbar viele interessiert, ist, inwiefern eigentlich das Studium so viel offener oder auch flexibler als Schule ist. Also hier wird der Zusammenhang zu PISA dargestellt, dass doch seitdem eigentlich auch das Studium sehr, sehr viel verschulter ist und auch weniger frei und akademisch gestaltet ist. Frau Kruska, gibt es irgendeinen Unterschied? Also der Unterschied ist vorneweg erstmal, dass die Masse, die man zu lernen vorgesetzt bekommt, absolut nicht schaffbar ist, in dem Umfang zu lernen, wie man das zum Beispiel in der Oberstufe kennt. Es ist einfach nicht möglich, diesen Stoff tatsächlich alles zu lernen. Ein Beispiel dafür, Physik in meinem ersten Semester. Ich habe nur ein Semester Physik in meinem ganzen Studium. In dem haben wir von der Hydrodynamik über Strahlen, über, keine Ahnung, Wärmelehre, alles gemacht. Wirklich alles. Und für mich war das tatsächlich nicht möglich, das alles dann auch zu wissen. Das heißt, man kriegt die Info, alles ist klausurrelevant, alles müssen Sie wissen. Viel Spaß mit das, was man eigentlich ein ganzes Studium mitfühlen könnte. Und das für einfach. Und ich hatte 5 Fächer von der Sorte in meinem ersten Semester. Das ist so die Überforderung, die man da reinschiebt. Und wenn man dann von der Oberstufe kommt,
mit diesem Ansatz. Das alles, und wir werden auch wirklich versuchen, alles abzufragen, ob mündlich oder schriftlich, ob in den Abiturprüfungen oder in den Klausuren. Mut zur Lücke würde ich in der Oberstufe niemandem anraten. Mut zur Lücke im Studium tatsächlich schon, weil man es ansonsten wirklich einfach nicht schaffen kann. Also es ist einfach nicht möglich mit den Stunden, die man im Tag hat. Das ist ein Beispiel dafür. Frau van Ackeren, als Prorektorin für Studium und Lehre muss Ihnen jetzt ganz blümerant werden, würde ich sagen, oder? Naja, ich glaube, wir sind selbstkritisch genug und sehen auch, was noch zu tun ist in den Universitäten. Also was ich meine ist, dass das Semester an sich natürlich weniger verschult in Anführungszeichen ist, weil man doch eben keine Anwesenheitspflicht zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen hat, man sich für bestimmte Prüfungen anmeldet oder auch nicht. Ne? Also man kann sich aus ganz vielem rausziehen, was teilweise wirklich schwierig ist, weil durch die Interaktion eben auch Lernen entsteht und die Präsenz, die uns gerade fehlt, ist ein riesiges Problem. Andererseits haben wir sehr viel mehr Prüfungen mittlerweile in den Bachelor- und Masterstudiengängen. Und das gibt natürlich wieder weniger Flexibilität, aber wir haben dann andererseits wieder Vertiefungsrichtungen, Wahlmöglichkeiten, Übergangsentscheidungen, die vom Bachelor in den Master zu treffen sind, also man an der Stelle auch nochmal Orientierungswissen braucht, wo man welche Schwerpunkte setzen möchte. Also es ist einerseits, andererseits zu beantworten. Claudius, ich glaube, ein Thema, was eine ganz große Rolle spielt, was Herr Kramer eben ja angesprochen hat, war die Digitalisierung. Da gab es auch im Chat schon ganz viele Reaktionen, bei dir glaube ich auch. Genau, ja, da ist tatsächlich eine Frage relativ simpel, nämlich was genau ist eigentlich mit diesen digitalen Fähigkeiten gemeint? Auch explizit an Sie, Herr Kramer. Und ich reiche noch eine Frage nach, falls die noch geht, nämlich auch was muss getan werden, um First-Generation-Students beim Absolvieren eines Studiums zu unterstützen? Wenn ich ja jetzt direkt darauf antworten darf, sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Um in der Oberstufe, im Studium, in allen möglichen Berufssparten später mit den jeweils erforderlichen Digitalisierungsprozessen klarkommen zu können, muss man in der Digitalisierung schwimmen gelernt haben. Das meine ich mit diesen Grundkenntnissen. So wie man muss nicht unbedingt ein Leistungsschwimmer zu sein, aber es ist klug, wenn man mal das Seepferdchen gemacht hat, so wenn man irgendwo in den Teich fällt, dass man wieder zum Ufer kommt. Also die Grundkenntnis dann, ein Verständnis für digitale Zusammenhänge, die ja nun wirklich anders laufen, als wir es in den meisten anderen Fächern haben, das muss sich von Grund auf, von klein auf aufbauen, damit man hinterher nicht wieder Ochs vorm Berg steht, sondern in dieser Materie schwimmt und sich dann spezifisch weiterbilden kann. Was mit den, Sie hatten einen Begriff, First, wie nannten Sie die? First Generation Students. First Generations, ich weiß, was gemeint ist, ich hatte nur den Begriff nicht im Kopf. Ich glaube, da hilft am allerbesten ein sehr klassisches, sehr konservatives Konzept. Jeder Mensch braucht mal mehr, mal weniger Vorbilder, an denen er sich orientieren kann, von deren Erfahrung er profitieren kann. Da, wo dieses in der Familie nicht vorhanden ist, was ja in einem großen Teil so ist. Ich selbst komme aus einem Elternhaus, wo keine Akademiker waren. Dann braucht man Menschen, die einem das vermitteln. Sei es im Freundeskreis, im größeren Bekanntenkreis oder organisiert, so wie wir es beispielsweise bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft machen, wo wir uns von Schulen junge Menschen in der Oberstufe benennen lassen, die dem Lehrerkomitee entsprechend hohes Potenzial haben, also auch studieren zu können, deren Selbstbewusstsein aber nicht langt, um dahin zu kommen. Die nehmen wir unter unsere Fittiche, begleiten die, übrigens sehr viel durch jugendliche Studenten, die wiederum bei uns Stipendiaten sind, die sozusagen die gleiche Sprache sprechen, und denen aus eigenem Erleben, weil sie gerade 3 Jahre weiter sind, das schildern können. Und begleiten die beiden letzten Schuljahre und das erste oder auch das zweite Schuljahr an der Universität oder der Hochschule. Von diesen Absolventen oder jungen Menschen, die ein Studium angestrebt haben, haben keine 10% das Studium abgebrochen, das Studium gewechselt. Das heißt, diese Paten, ich will das mal ein Patensystem nennen, dieses Patensystem kann helfen, etwas zu vermitteln, was vielleicht
in anderen Familien, in der Familie bereits gemacht wird. Das setzt allerdings Zeit und Engagement voraus. Das geht nicht, indem man mal eben schnell, einen Arbeitskreis besucht oder einen Lehrgang macht. Das setzt eigentlich, das ist unsere Erfahrung, einen Prozess voraus, der über diese 2-3 Jahre sich kontinuierlich erstreckt und immer den gleichen Ansprechpartner bietet. Und dann entsteht auch ein Selbstbewusstsein, was man vielleicht vorher nicht gehabt hat. Frau Kuska, direkt. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Es gibt sicherlich noch andere Prozesse. Ja. Ich bin auch ein großer Fan von solchen Konzepten wie Mentoring. Finde ich sehr toll. Man muss es manchmal einfach auch gehört haben. Mich persönlich, ich mache Ehrenamt seitdem ich in der 8. Klasse war, aber dann auch mit Pause. Und irgendwann hat sich jemand zu mir umgedreht und hat gesagt, du bist kein Gast in diesem Land, du kannst Demokratie auch mitgestalten. Ne? Und das klingt so logisch. In mir ist es vorher nie aufgegangen, weil es einfach niemals jemand ausgesprochen hat. Aber die Tatsache jetzt auch, und da muss ich so ein bisschen kritisch sein, denn SDW ist ja eine Stiftung. Ne? Also Sie können mal bei First Generation oder zukünftigen First Generation Studenten rumgehen und mal fragen, was ein Stipendium überhaupt ist. Ob die überhaupt den Mut hätten, sich darauf zu bewerben oder ob die jemals selber eine Bewerbung geschrieben haben. Wenn Sie nämlich schon die Hürde dazwischen setzen, dann sortieren Sie ja eigentlich ja schon vorher genau die aus, die ja vielleicht gar nicht sagen, oh, die meinen ja sowieso nicht mich. Also dass dann Ihre Quote von den Leuten, die dann vielleicht doch genug Mut haben, um dann diesem Mentoring zu folgen, relativ gut ist, ist eine wundervolle Sache und damit machen Sie auch wundervolle Arbeit. Aber ich denke mal, dass dieser Schritt davor, diese Hürde, sich überhaupt zu melden, da hängt's. Und das können dann, ich glaube, das verzerrt dann auch so ein bisschen, wie gut das da auch funktioniert. Meine persönliche Idee dazu wäre tatsächlich, Engagement auch in der Schule einfach als etwas Selbstverständliches zu machen. Ich habe nie besseren Umgang mit Technik gelernt als in einem Verein. Ich habe nie besseren Teamfähigkeit, die Möglichkeit, Calls und Videocalls zu moderieren, als tatsächlich, als man mir gesagt hat, guck mal hier, 5 Leute, du sollst was organisieren, viel Spaß damit. Und die Tatsache zum Beispiel sowas wie die SMV ist eine super Idee, müsste aber meiner Meinung nach mehr gefördert werden, weil Schüler mit Vertretung, Verantwortung hieß das bei uns, ist ja an sich in dieser kleinen Ökosystemschule selbst demokratische Mitbestimmung. Die SMV an den Schulen, wo ich war, hatte erstaunlich wenig Einfluss dafür, dass eigentlich es eine Schülermitvertretung ist und der größte Teil der Menschen, die dieses Schulgebäude bevölkern, ja Schüler sind. Also natürlich muss man das abwägen und alles, aber ich glaube, dass es viele Ansätze gibt, Ehrenamt und Engagement auch schon bereits in den Schuljahren einfach als selbstverständlich zu vermitteln. Auch solche Sachen wie Jugend debattiert, wundervolle Möglichkeit, auch etwas, was unglaublich viel einfach mitgibt, die Möglichkeit zu argumentieren und auch mal gegen seinen eigenen Standpunkt zu argumentieren. Solche Dinge müssen auf jeden Fall einfach viel mehr unterstützt werden. Und ich glaube, ich trifft dieses, man kann was bewirken, diese Selbstwirksamkeit oder was ich da vorhin gehört habe, das muss man den Kindern oder den Jugendlichen wirklich rein an die Hand geben und sie mal sagen, das stimmt, wenn du was machst, das wird was. Und irgendwann mal glauben sie es vielleicht einmal. Aber da muss mehr kommen. Man kann nicht erwarten, dass sie von alleine aufstehen und das auf einmal denken. Sie kriegen gerade ganz viel Beifall, Frau Kruska, in den Reihen hier. Sehr gutes Statement, super Beitrag lese ich da. Also da sind Sie offenbar, liegen Sie sehr gut mit. Es sind 2 Dinge, die ich so raushöre. Das eine ist in dieser Debatte, dass, glaube ich, sehr klar wird, wir brauchen Veränderungen an den Schulen und zwar weg vom rein fachlichen und hin zu diesem übergreifenden. Es gibt jetzt so ein paar Diskussions- und Knackpunkte, wie man das gut organisiert. Es gibt auch in der Debatte einige, die darauf hinweisen, dass sie gerne wollen würden. Also Sie haben, Herr Kramer, eben vom Schwimmenlernen im Digitalen gesprochen. Da kam dann der Kritikpunkt, dass es hieß, ja, aber die Ministerien halten die Schwimmbäder geschlossen. Wir dürfen da leider nicht rein. Nehmen wir so hin. Der zweite Punkt, den ich auch raushöre, und auch das habe ich jetzt bei Ihnen allen drei wahrgenommen, ist, dass wir im Grunde ein stärkeres, wie soll ich das sagen, so vernetztes Denken innerhalb der Bildungswege brauchen. Das, was Frau van Ackeren am Anfang mal kurz in ihrem Impuls gesagt hat, sie sprach von der Durchlässigkeit, dass eben im Grunde an einem gemeinsamen Bildungswesen gedacht wird und dass eben Schule schon mitdenkt für das, was später kommt. Gleichzeitig genauso andersrum, Frau van Ackeren.
Würden Sie denn sagen, die Schulen sind auf dem Weg zu dieser veränderten Lernkultur, die hier im Grunde gefordert und beschrieben wird? Oder ist das noch ganz am Anfang und wir arbeiten weiter an den Grundlagen eines Kulturwandels? Also ich finde die Frage interessant, wie wir das gemeinsam auch gestalten können, auch mit Blick auf Durchlässigkeit zwischen dem Bildungssystem in horizontaler und vertikaler Hinsicht, und kann mir da vorstellen, dass man das noch viel systematischer gestaltet und einfach auch nochmal darüber nachdenkt, von welchem Zielpunkt her wir denken, also im besten Sinne auch nochmal kompetenzorientiert. Dafür sind ja auch die vielfältigen Perspektiven, die auch im Video präsentiert wurden, wichtig, und ich glaube, dass wir uns das zum Beispiel jetzt aus der Hochschule gesprochen viel stärker auch in unsere Studiengänge noch holen können, diese externe Perspektive systematisch bei Qualitätskonferenzen, die wir durchführen, auch externe einzuladen oder die Praxisphasen, die wir haben, Praxissemester noch stärker für Austausch zu nutzen. Oder ganz konkret versuchen wir gerade auch bei uns nochmal im Bundesland stärker die Lehrplanabstimmung auch einzusteigen und zu gucken, was wird denn da reingeschrieben, was könnte hilfreich sein, sich da nochmal auszutauschen, wechselseitig Anforderungen zu formulieren, aber eben mit dem gemeinsamen Fluchtpunkt sozusagen, was sollen denn junge Menschen dann am Ende der Ausbildung, des Studiums und vorher eben des Abiturs dann vorgelagert können, und dass man das sozusagen auch langfristig und einheitlicher denkt und da nochmal zu schauen, wo wären systematische Einhakpunkte, um genau diesen Diskurs auch zu befördern. Herr Kramer, auch bei Ihnen der Blick nach vorne. Wir hatten ja so ein bisschen die Überschrift Oberstufe 2030. Also wir haben ganz viel Zeit gewissermaßen zum Ändern, wenn wir das als Horizont nehmen. Ich glaube, die Dringlichkeit der Änderungen ist schon deutlich geworden. Wir sollten nicht bis 2030 warten. Aber wenn Sie sagen, 2030 gibt es einen Punkt, über den müssen wir dann nicht mehr diskutieren. Welcher sollte das sein? Wir dürfen nicht mehr darüber diskutieren, ob und wie weit Digitalisierung notwendig ist. Wir dürfen nicht mehr darüber diskutieren, was aber jetzt schon abnimmt, das gab es vor Jahren mehr, wie weit Persönlichkeitsentwicklung eine große Rolle spielt für späteren beruflichen, sozialen, gesellschaftlichen Erfolg. Diese Dinge dürfen wir dann nicht mehr machen, dann muss die Bildungsdiskussion über diese Felder hinweggegangen sein und als selbstverständlich akzeptieren. Frau Kruska, wenn Sie auf 2030 schauen, dann haben Sie gerade Ihre Facharztausbildung hinter sich. Wenn Sie dann trotzdem aufs Bildungssystem gucken und sich wahrscheinlich ja immer noch in der Bildung und für Gleichberechtigung und für Partizipation engagieren, wo ist der Punkt, wo Sie sagen, da machen wir einen dicken Haken drunter, das haben wir dann erledigt und das muss auch so sein? Also die Hoffnung ist natürlich, dass tatsächlich einfach mehr Schülern Teilhabe möglich ist, dass irgendwann mal auch eine Art Reform oder Umstellung halt kommt für diese neue Oberstufe, die es tatsächlich dann einfach unabhängig davon macht, woher man kommt, sondern dann tatsächlich einfach den Weg, der dann am besten zu einem passt, einem auch ermöglicht. Und das wird natürlich für lange, lange Zeit, auch noch nach 2030, für manche mehr Arbeit bedeuten als für andere, aber der Weg sollte dennoch gut schaffbar sein, ohne große Entbehrungen, ohne Angst oder Ungewissheit. Und das ist natürlich schon so ein bisschen ein Traumgerüst, das man da hat, aber auf jeden Fall etwas, an dem man arbeiten kann. Und also ich glaube, es wäre einfach eine super Sache wäre es, wenn es bei 2030 wirklich möglich wäre, dass Schüler sagen, ich möchte das machen, ich bin die Erste, die studiert oder der erste Student in meiner Familie, aber ich glaube an mich selber und ich bin jetzt vielleicht nicht das Mathematik-Genie schlechthin, aber ach, ich weiß, ich halt gut durch oder andersrum. Einfach, dass Schüler mit mehr Selbstbewusstsein einfach aus dem Abitur rauskommen und sagen, ich kann eigentlich doch was und das ist mehr als nur Mathe oder Deutsch. Natürlich sind das gute Fächer und so, aber das wäre einfach ein Traum, dass mehr Schüler rausgehen und sagen, ja, ich kann was und ich traue mir das auch zu. Dann nehmen wir das als tolles Schlusswort für diese Runde. Herzlichen Dank, Frau Kruska, Frau von Ackeren. Herzlichen Dank, Herr Kramer, für diese Debatte. Auch für die Lebendigkeit, mit der Sie Ihre Positionen vorgetragen haben. Dankeschön. Jetzt würde in einem richtigen Leben ganz viel Applaus kommen. Sie sehen das, genau. Der kommt auch. Sie haben nicht alle Bilder im Blick, aber herzlichen Dank für Ihre Beteiligung.
Wenn Sie zwischendurch Lust bekommen haben, da noch so ein bisschen weiter dran rumzudenken, dann können Sie das gerne tun. Und wenn Sie ein bisschen Input dafür brauchen, dann können Sie sich gerne auch die Langversion des Videos anschauen, das wir eben ganz kurz nur gezeigt haben. 2 Minuten waren es eben. Es gibt eine deutlich längere Version. Die finden Sie auf der Homepage und können dort reinschauen und sehen dann auch tatsächlich, was noch an weiteren Perspektiven dazu kommt. Es wird noch ein bisschen ausgearbeitet. Also es lohnt sich wirklich, da drauf zu gucken. Ja, ansonsten sind wir mit Punkt 17 Uhr hier bei der nächsten Pause des Programms angelangt. Anschließend gehen Sie in die Workshops um 17.30 Uhr. Es tauchte eben mal die Frage auf, da man sich ja zusammen angemeldet hat, üblicherweise, wenn man von einer Schule kommt, ob man dann auch im Rudel in die Workshops gehen muss. Nein, das ist nicht so. Sie dürfen sich durchaus aufteilen und frei verteilen und gucken sich das an, wozu Sie Lust haben. Das ist jetzt dann von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Der nächste Programmpunkt. Sie finden in Ihren Mails oder in Ihrer Mail von heute Morgen die entsprechenden Links. Und wenn Sie dann noch Lust haben auf einen Absacker, gibt es ab 19.30 Uhr nochmal eine Austausch- und Netzwerkrunde. Das haben Sie ja heute schon mal kennengelernt und die werden wir auch nachher wieder fortsetzen mit Claudius Baumann und Andrea Blanek. Die werden das dann entsprechend wieder moderieren ab 19 Uhr. Auch dazu finden Sie die Links. Und ansonsten noch der Hinweis, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, wenn Sie morgen sich für den Schulentwicklungsworkshop interessieren, dann bitte gehen Sie selber mit sich kritisch ins Gericht, ob Sie SchulpraktikerInnen sind, denn es soll tatsächlich um den Erfahrungsaustausch gehen und nicht um das Diskutieren allgemeinerer Konzepte. Insofern herzliche Einladung dann, dass wir uns morgen in einem der Workshops oder wo auch immer wiedersehen, spätestens aber morgen Nachmittag, jetzt muss ich auf meinen zweiten Zettel gucken, beziehungsweise morgen Mittag, wenn wir dann mit einer in der großen Runde mit einem weiteren Impulsvortrag weitermachen um 14.30 Uhr mit Anne Slifka. Aber wie gesagt, vorher auch morgen ab 10 ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich auszutauschen, weitere Impulse zu sammeln, weitere Ideen zusammenzutragen. Und jetzt lese ich hier gerade noch 2, 3 Fragen. Morgen früh im Workshop ist man da mit den Kolleginnen und Kollegen aus der eigenen Schule zusammen. Nicht zwingend. Wenn Sie Lust haben, das zu tun, gerne. Wenn nicht, dann nicht. Aber Sie werden gemischt. Alexandra Braun hat das auch nochmal geschrieben. Es geht ja um den Erfahrungsaustausch und das ist eigentlich die Idee dahinter. Das wäre es von meiner Seite aus und ich danke Ihnen erstmal für Ihr Interesse, für Ihr Mitdiskutieren, für das Feuern aus allen Rohren und auf allen möglichen Kanälen. Es macht aber auf jeden Fall auch in dieser digitalen Form mit Ihnen Spaß zu diskutieren und wir führen das dann auf jeden Fall jetzt gleich und morgen weiter fort. Bis hierhin erstmal herzlichen Dank.